Ach, da seid ihr ja schon wieder. Ach Mensch, ha. Ich unterhalte mich hier gerade mit meinem Kumpel Sanchez. Der hat mir gerade ein bisschen was von seinem Leben erzählt. Dieser ganz lieber Kerl, den habe ich hier in Azteca City getroffen. Ja, hat ein paar Komplexe, aber das ist ja normal. Ja, ich war ein bisschen aktiv. Offscreen. Hab den Werten Gamma mal ein bisschen gleichgezogen. Wir verweilen jetzt alle auf der gemütlichen 21. Damals ein bisschen angeschlagen, weil der hat sich ja gerade durch die Wiesen gebettelt wie ein kleiner Gott. Deswegen kurz heilen. Dann müssen wir dem rothaarigen Mädchen mal gehörig auf den Poppes kloppen hier. Ich werde jetzt nach Möglichkeit nicht mehr die Turbo-Taste benutzen. Das tut mir ein bisschen leid. Das wird dadurch alles ein wenig zäher. Aber wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, tut der Aufnahme nicht gut. Denn durch diese Turbo-Taste wird die Aufnahme irgendwie verzögert. Also der Ton springt dann ganz komisch und das Bild springt auch und dann liegt das nicht mehr genau übereinander. Und wir schmeißen Mari ganz nach vorne. Denn wie gesagt, die ist die erste jetzt, nach Möglichkeit, die erste ist Level 21, 22 erreicht. Und hier kommt direkt so ein Jakob aus dem Wasser. Und ist mein erster Gegner in dieser Arena. Da hat er jetzt schon mal recht. Ja, in einer physikalisch unmöglichen Position steht er da und freut sich. Und schickt dieses Pokémon, bei dem ich seit Anbeginn meiner Pokémon-Karriere rätsle, sagt man dazu jetzt Seeper oder Sieper? Ich persönlich sage lieber Seeper, denn das klingt irgendwie ein bisschen cooler. Eigentlich müsste es ja Seeper heißen, bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist ja See und Pferd, nehme ich mal an, ohne F und ohne D. Seepferd. Ja, aber mein Gott. Ich nenne es am liebsten Seeper. Das klingt einfach ein bisschen fresher, ein bisschen cooler. Ah, jetzt hätte ich. Ach, Mensch, ist egal. Ja, das wäre weg. Und ein Muschas, das hat ja nicht so viel Spezialverteidigung, deswegen dürfte der Donnerschock da schon ordentlich zulangen. Und dem ist auch so, und das hat mir so viel Zunge ausgestreckt, jetzt ist es weg. Und die Mari, die ist schon wieder auf der 22, die kennt da nichts. So der Schwimmer, der hustet ganz verschmitzt und versteht gar nicht, wie das passieren konnte. Und dass er jemals trainiert hat, weil er die ganze Zeit in dieser Arena rumhockt. So, jetzt machen wir halt Hagino als Zweitgefangene. Hier, du, genau du. Du wirst jetzt verkloppt. Brutal verkloppt. Na, mal gucken, die macht hier Kamehameha oder sowas, oder Genki Dama. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ziemlich gruselig. Und die hat keine Gelenke in den Beinen. Das ist noch, die hat da vielleicht noch so einen Draht in der Mitte, keine Ahnung. Ach, ein Goldini, das ist ja auch schon mal was. Hübsch sieht's aus. Mensch, so ein schönes Pokémon. Wird direkt mal weggebettelt. Mit wilden Stroboskop-Effekten. Um die Epileptiker ein bisschen zu bedienen, die hier zuschauen. Ach komm, das hätte auch reichen können. Aber es macht inner Routenschlag und deswegen kann der Tackle das dann auch beenden. Alles klar. Ja, und die Turbo-Taste ist alles ein bisschen zähflüssig. Aber okay, man gewöhnt sich dran, nehme ich an. Und außerdem sind das noch ein paar Folgen mehr. Man kann nicht genug bekommen, ne? Ihr kennt's ja. Und wenn das schon mal so zäh ist, nutzen wir die Zeit und gehen auch nochmal schön heilen. Ohne Spulerei, da macht es noch ein bisschen mehr Spaß. Obwohl ich glaube eigentlich, dass ich jetzt im Pokémon Center hier bei dieser Heilprozedur denke ich eigentlich schon, dass ich da spulen könnte, weil wie ich das mitbekommen habe, ist es immer nur in Kämpfen. Wenn ich in Kämpfen spule, wird es irgendwie verwirrt. Ich muss dann mal eine ganze Reihe Testaufnahmen machen und testen, wo da genau jetzt der Knackpunkt ist. Weil es ja schon schön, wenn ich das Pokémon Center spulen könnte, weil die sagt immer wieder das Gleiche, das kennt man, das muss man sich nicht in der vollen Pracht anschauen. Da kann man die wertvolle Lebenszeit auch einfach sparen.
Hauptsache ist, das Fräulein wird ein bisschen verkloppt mit ihren schwarzen, orangen Haaren hier. Hey, du musst schon los sein! Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist der offensive Einsatz von Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Bist du bereit, Sisu? Das ist Verführung Minderjähriger, ich hoffe, du weißt das. Officer Rocky steht auch da oben bei dem Schauflerhaus. Die werde ich direkt mal ranpfeifen, dass sie die hier einkerkert. Ich weiß nicht, was die hier macht, irgendwelche 12-Jährigen verführen oder was, wie alt er ist. So, Gamma ist ein Bisa Knosp, wie man sehen kann. Und dann gibt es erstmal eine kleine Tentacle Wave. Das ist ja auch ein Spezialgebiet von Gamma, ne? Was so die japanische Trickfilmkultur angeht. So mit Tentakeln und öligen Brüsten. Ja, und das stand unten auch weg. Das brauchen wir nicht mehr zu kümmern. Das war ja schon mal relativ komplikationslos. Jetzt kommt noch The Big Bus. Der Endgegner hier. Bam! In Froschperspektive, damit es noch mächtiger aussieht, wird erstmal beegelt. Die machen nämlich auch X-Abwehr. Da kommt der Egel zusammen ganz nützlich. Zack, 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 zack. Trifft sofort einmal frei. Und, ach ja, Egelsamen, ja, okay, so war das ja damals. Ich habe mich jetzt gewundert, warum der nicht gleich gewirkt hat. Aber okay, Ranken, also Pflanze war damals noch Spezialangriff, deswegen ist der Härtner jetzt nicht so erheblich. Trauriger ist er natürlich für Gewaltro, dass er die gesamte Power verloren hat, durch diesen, durch das Laubklinge dann physisch wurde. Trauere ich jetzt noch ein bisschen hinterher, weil Gewalt war eigentlich immer ziemlich cool. So. Okay, das war immer richtig schwer. Gamma, du warst wie so ein kleiner Boss hier, das muss man schon mal so sagen. Ganz cheesy, locker vom Hocker hast du die hier einfach weggebettelt. So, Giftpuder wollen wir nicht. Das haben wir schon, das brauchen wir nicht nochmal. Da haben dann eh irgendwann mal Toxin drauf, ne? Ich weiß nicht, auf Smetbo oder auf Bisaflor. Jetzt haben wir den Quelle-Orden, was überhaupt nicht geht, weil Quelle hat zugemacht. Deswegen haben die das eh weggenommen und denken, das geht durch, aber nicht mit mir. Den kannst du selbst mal behalten. Spasti. Jo, ich kann kleine Büsche zerhacken. Und noch eine Lieblings-TM. Blubstrahl. Ein Blubstrahl is over the ocean. Ein Blubstrahl is over the sea. Ich weiß doch noch gar nicht. Ah, die VMs, die machen mir immer noch ein bisschen Sorgen. Ich habe jetzt schon im Kopf ein bisschen was zusammengereimt. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen oder so. Aber eigentlich müsste es so klappen, wie ich mir das jetzt ausgedacht habe, jetzt im Voraus. So, das wollte ich sagen. Und ich habe immer noch nicht nachgeforscht wegen Nidorino. Ach Mist. Ich wollte auch gucken, wann das die letzte gute Attacke erlernt, damit ich das dann entwickeln kann zum Boss. Ach, und jetzt habe ich gar nicht Nidoking benutzt in dem Kampf, beziehungsweise Nidorino. War ja der Wunsch von der Werten Agino, dass ich da mal ein bisschen mit Nidorino Horn anlege an die gute Dame, Arena-Leiterin. Ja, okay, so ein Tentacle Wave hat auch was für sich. Dann zwischen wir hier runter, diese coolen Wegbegrenzungen hier entlang. Diesmal kein Twix, aber irgendwie, weiß nicht, Linkkabel oder so. Weiß nicht, was das sein soll mit den komischen Boppeln hier am Ende. Okay, dann hauen wir uns wieder im Untergrund. Ich hoffe, das ging so. Ich weiß immer nicht, was ich bei Pokémon machen muss als nächstes. Ich renne jetzt einfach mal hier lang. Nicht vorgespult, in normaler Geschwindigkeit, leicht ruckelnd, wie es nun mal so üblich ist. Wenn da so ein Dilettant wie ich Hand anlegt an Emulatoren und ROMs. So, und hier waren wir ja schon mal, da haben wir den ja schon weggeruppt. Der will nicht, der sagt gar nichts mehr, der hat Schiss. Die zwei haben wir glücklich getrennt. Die können sich nicht mehr ausstehen, die verkloppen sich da gerade, das kann man nur nicht so animieren. Der hier, der wird jetzt direkt auch mal mitgenommen, der hatte doch, glaube ich, ein Smetbo. Wenn ich das noch aus
Hard Gold, so Silver und Feuerrot, Blattgrün in Erinnerung, richtig in Erinnerung behalten habe. Gerne ein Pokémon, das ist ein Smeppo Level 20. Stimmt's? Ja, ha, hu, ha, hu, ha. Ich weiß alles, nur meins ist ein bisschen stärker. Ich bin nämlich Super Smeppo. Da kommen direkt mal die fetten Schlafflocken auf das Ding gehagelt und es zettelt vor sich hin. Ja, nutze ich das für ein bisschen Stroboskop-Action. Das macht natürlich beachtlichen Schaden. Da haut es mir direkt Socken aus dem Gesicht. Ich habe generell Socken im Gesicht, deswegen ist es schon besonders, wenn die da rausgehauen werden. Ja, ich bin jetzt noch ganz im Rausch des Schadens hier gefesselt, den ich da fabriziere mit meiner Konfusion. Also das ist ja wirklich atemberaubend, aber das bekommt schön die Schlafrunden voll. Weswegen ich es gemütlich hier weg chippen kann, um so eine schöne englische Vokabel reinzuwerfen. Und damit hat es die Dame auch bis auf 22 geschafft. Und da können wir noch unseren Herrn Mettler mit hinterherziehen. Alles klar. Der legt so schnell nicht mehr mit uns an. Wir sind hier die Vorstadtkrokodile. So, machen wir erstmal die hier platt. Die konnte ich von Anfang an nicht leiden. Das Gesicht, das seht ihr auch gleich, das konnte ich nicht leiden. Das ist die Zwillingsschwester von der vorhin in der Arena. Die macht jetzt keinen Kamehameha oder Genki-Dama, sondern die macht hier, Jutsu macht die. Genau, hier Johnny, du. Hornattacke, los geht's. Oh, erstmal Ruckzuckhieb. Ganz swift hier. Zack, und die Hornattacke, die geht voll rein. Die geht hier ganz tief rein in die Gedanken. Und damit ist das Vögelchen hinweggerafft. Und es kommt das nächste Vögelchen auf den Plan. Das hat genau das gleiche Schicksal. Hoffentlich. Vielleicht sogar mal ein Volltreffer oder so. Ne, das wäre doch mal schön. Stattdessen ein Sandwirbel noch besser. Das ist noch ein bisschen nerviger wird. Dann noch ein Ruckzuckhieb. Mensch. Ach, das macht ja richtig Spaß. Los jetzt, na genau. Und ich überlege gerade, das letzte, ich glaube, da mache ich einfach einen Donnerschock drauf. Und mit dem Sandwirbel, das ist mir einfach ein bisschen zu lästig. Deswegen hier, du. Ja, du, genau du. Fräulein. Ja, Pika, Pika, hier. Donnerschock nämlich. Mir ist nämlich aufgefallen, so ganz leise, das ist so ganz leise im Sound. Wenn man das reinwechselt, da sagt das Pika. Aber das hört man kaum, das ist irgendwie schlecht gemacht vom Spieler, von den Spielentwicklern. Das Geräusch ist echt leise. Aber trotzdem cool, dass man mal so ein richtiges Pokémon-Geräusch hat, also so ein Pokémon, das seinen Namen sagt, wie im Anime. Hier, Carsten, du wirst direkt mal mitgerafft, mitgeschleppt, mitgezogen, mitverkloppert. Was ist denn mit Carsten los? Ich weiß nicht, kennt ihr das Video? Was ist denn mit Carsten los? Wenn nicht, einfach mal bei YouTube suchen. Ist es wert. Hier, du. Oh, ganz gefährlich. Aber ich habe, notfalls habe ich ein Pikachu, das mich vor Habitax beschützt. Mit so einem Donnerschock. Oder Donnerblitz. Für diejenigen, die sich noch an die Generation 1 erinnern. Also an den Anime. Und das hat Alpollo Hände, das Radikal. Das ist ja rechtsradikal, ist das doch. Der war richtig schön schlecht, ich weiß. Das tickelt mir direkt mal in meinen Silberblick des Körperchen mit einem Volltreffer, macht trotzdem nicht viel Schaden. Wir sind nun mal ein Mettler und Mettler halten sowas aus und erreichen Level 22. Damit wird unsere Mannschaft wieder eben. Jeder Einzelne hat seine Quest vollendet. Die 22 zu erreichen. Damit können wir wieder unsere Elektromaus nach vorne setzen hier. Zack, und die kann direkt mal hier weitermachen, wo sie aufgehört hat. Nämlich mit schönen Ärsche versohlen. Und jetzt wird's orange. Aha, schau an. Orange Environment. Und da ist ein hässliches Chanera. Und daneben noch irgendein Pokémon, das ich nicht erkennen kann. Und das hässliche Chanera kann sprechen. Ach, ich glaube, das ist auch ein Chanera. ja, meine Bälle werden verarztet.